Herzlich willkommen zum Jorland Podcast, dem Podcast für Freelancing und remote Arbeit in der Praxis. Hallo zusammen, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge beim Jorland Podcast. Und wir haben heute auch wieder einen spannenden Gast hier. Ich habe mich im Netz ein bisschen umgesehen und habe Folgendes über Tim erfahren. Er liebt es, Ideen, Menschen, Experten, Geld und Kunden zu verbinden. Er ist ein Serienunternehmer und Business Angel mit Fokus auf Startups aus Hamburg. In seinem Artikel 4 Wege, wie du deine Ziele leicht erreichst, schreibt er, nicht Reflexe, sondern Denken und Planen bestimmen unser Handeln. Deshalb können wir nicht einfach so in den Tag hineinleben. Auch wenn das manchmal ganz schön wäre, schreibt er weiter, aber wir sind ja nun mal keine Goldfische. Es geht ihm dabei um die Zielsetzung und er gibt Tipps und Techniken, die euch helfen können, souveräner im Umgang mit euren Zielen zu werden. Das alles vereint er in seinem Projekt Change Journal, über das wir sicherlich im Interview sprechen werden. Das ist aber nur eines seiner vielen Projekte und wir sind gespannt auf all die anderen. Ein herzliches Moin Moin nach Hamburg, Tim Jautz-Sims. Hallo André, freut mich. Vielen Dank. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat, dass du bei uns bist und wir freuen uns sehr, dass du für uns Rede und Antwort stehst sozusagen beim Podcast. Ja, gern. Habt ja schöne Recherche gemacht. Vielen Dank. Ja, ich gucke mich halt immer um, was so zu finden ist und manchmal leitet mir Besat dann nochmal ein paar Sachen weiter und dann trage ich das so ein bisschen zusammen als kleines Intro, genau. Ja. Super. Tim, darüber hinaus gibt es bestimmt noch ganz viel zu dir zu erzählen. Vielleicht magst du damit mal anfangen, so wo gerade im Moment dein Schwerpunkt ist, wo du gerade im Einsatz bist sozusagen, was du gerade machst. Okay, ja genau. Also ich habe, wie André schon richtig erzählt hat, mehrere Beteiligungen. Verstehe mich als Unternehmer und als relativ aktiver Investor, wo ich aber jetzt nicht irgendwie sozusagen, also ich bin nicht der klassische Investor, der irgendwie ein paar Monate später mal vorbeiguckt und fragt, wie es ist, sondern bin auch gerne am Mitgestalten und mit aufbauen. Und wenn es dann läuft, dann ziehe ich mich zurück, um dann das nächste Engagement zu machen. Mhm. Und in so einer Phase bin ich gerade, dass ich gerade mir so zwei, drei neue Sachen anschaue, in die ich einsteigen möchte oder übernehmen möchte. Und das erste Mal auch in einer Kapazität, dass ich das vielleicht sogar Vollzeit machen würde, während ich die anderen Engagements immer irgendwie so 20%, 30%, 40% nebeneinander gemacht habe, mhm. weil ich natürlich nicht immer Vollzeit, also wenn ich Vollzeit alles mitmachen würde, dann könnte ich auch mitgründen und müsste nicht noch Geld mitbringen. Das ist im Prinzip die Logik, die mhm. sozusagen bei mir mein Tun ausmacht. Mhm. Und das Ganze steuerst du aus Hamburg heraus, oder? Genau. Mhm. Bin eigentlich in Hamburg unterwegs. Ich war dieses Jahr noch hier in Amerika für zwei andere Projekte, die sich aber dann nicht so ergeben haben, wie ich das mir vorgestellt habe, sodass ich dann jetzt sozusagen wieder auf neuer Suche bin. Und so ist das letztendlich mein Alltag auch gestaltet, dass ich immer wieder neue spannende Gelegenheiten sozusagen sich ergeben aus meinem Netzwerk und ich dann mir das für eine Zeit intensiv anschaue und entweder stimmen die Rahmenbedingungen für alle Seiten oder eben auch nicht und dann zieht man weiter und guckt sich das nächste an. Mhm. Aber im Moment tatsächlich alles schwerpunktmäßig in Hamburg. Mhm. Ja, schön. Und wie war dein Werdegang? Hast du dich gleich selbstständig gemacht nach der Ausbildung, beziehungsweise was hast du für eine Ausbildung gemacht, Studium oder? Genau, ich habe eine Berufsakademie gemacht mit Schwerpunkt Marketing an der Hanseatischen Akademie für Marketing und Medien, Fernstudium noch gemacht, auch mit Marketing-Schwerpunkt und war ganz lange in der Werbung. Habe dort ganz viel verschiedene Agenturen gesehen, unterschiedliche Disziplinen sozusagen, bis hin zu online natürlich auch gemacht und habe dann am Ende relativ viel Business Process Outsourcing gemacht, so nennt man das, wenn sozusagen große Unternehmen die gesamte Umsetzung und das Handling zum Beispiel von Shell Club Smart oder anderen Programmen, CRM-Programmen in dem Fall sozusagen auslagern. Mhm. Und habe dann aber auch 2008 meine eigene Agentur gegründet und mit der dann eben mich früh an spannenden Unternehmen sozusagen beteiligt. Mhm. Und das hat sich gut entwickelt und dadurch bin ich sozusagen in der Situation gekommen, dass ich dann jetzt nur noch die spannenden Sachen mache, auf die ich eben Lust habe. Mhm.
Ja, cool. Ich habe ja eingangs ein Projekt erwähnt, Change Journal. Magst du da mal ein bisschen was dazu sagen, beziehungsweise auch gerne zu den anderen Projekten, die da gerade bei dir sozusagen laufen? Ja, gerne. Also das Change Journal ist tatsächlich eine Mischung aus so dem eigenen Need, denn wenn man so wird man das auch im Vorwort lesen, so viele Ideen hat und aber eigentlich im Kern faul ist, dann sucht man immer nach Tricks, wie man seine Produktivität trotzdem irgendwie steigern kann. Und der wichtigste Hebel wäre eigentlich ein Fokus, nur eins zur Zeit zu machen, das, was ich sozusagen gerne auch Gründern und Gründerteams natürlich auch immer gerne sage. Ich mir aber selber den Luxus ausnehme zu sagen, ich habe aber Bock auf mehrere Sachen. Mhm. Und um die zu managen, muss man eigentlich immer relativ viel verschiedene Dinge parallel sozusagen im Auge behalten und aufpassen, dass man irgendwie die Zeit möglichst effizient irgendwie dann doch einsetzt. Und da habe ich jetzt sehr, sehr viele Bestseller gelesen, die man so kennt, Getting Things Done und so weiter, Stephen Covey und die ganzen anderen, die es dort sozusagen gibt, um aber festzustellen, dass die mich zwar inspiriert haben, ich aber immer das Gefühl hatte, dass die immer viel zu viel von mir wollten. Also ein richtiges System über mich stülpen, was aus meiner Sicht aber nicht so richtig anwendbar für meinen Alltag war. Und dadurch habe ich mich eigentlich eher auf die Suche nach diesen kleinen Tricks gemacht, also sowas wie Pomodoro-Technik oder Matrix oder andere Themen oder Methoden und Hacks und habe festgestellt, dass es dort gar nicht so viele Sachen gibt, die einem das gut vermitteln, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn es dann da draußen ähnliche Formate wie mein Change Journal gab, dann haben die eigentlich immer nur ein Thema bearbeitet. Also entweder nur Achtsamkeit oder nur Produktivität oder nur Klarheit oder. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, am Markt fehlt noch ein Produkt, wo man einfach mal unverbindlich 24 verschiedene Tricks ausprobieren konnte mit den Themenbereichen Produktivität, Achtsamkeit und Klarheit. Und dass man eben jedes Thema 7 Tage ausprobieren kann in eigens vorbereiteten Vorlagen und eben viel schneller ins Machen kommt und nicht irgendwie in das wieder vor sich herschiebt, weil es einfach doch zu kompliziert ist, aus einem Buch zu extrahieren, was man dann nun wirklich als nächsten Schritt macht. Mhm. Und dafür gibt es dann eben Vorlagen und dann kann man sofort im gleichen Medium, im selben Medium sogar, einfach schon loslegen und starten, Dinge strukturiert aufzuschreiben oder zu tracken oder zu dokumentieren. Und das ist dann letztendlich das Change Journal, was sich aktuell sehr gut verkauft und nächstes Jahr auch weltweit in wahrscheinlich sogar Tausenden von Läden weltweit verfügbar sein wird. Okay, also wirklich dann als händisches Buch sozusagen. Ganz bewusst analog, weil es mit denen, also wenn man sich mit dem Thema Journaling beschäftigt, dann ist es eben ein Riesenunterschied, etwas einzutippen, wo eben ein großer Filter schon zwischengeschaltet wird oder auch auf dem Handy, wo wir noch fauler sind, einfach fließen zu lassen, weil wir überlegen, wie viel wir tippen wollen. Das ist so der eine Grund. Und der andere Grund war, dass ich sehr gerne physische Produkte mag und ich immer noch dann glaube, dass es zu jedem Riesentrend, eben alles wird digital und in Apps sozusagen gemacht, einen klassischen Gegentrend gibt und es dann auch gleichzeitig ein wunderbares Geschenk eben ist. Mhm. Und eine App verschenkt man eben nicht. Und deswegen, das werde ich auch natürlich mit meinem Background oft gefragt, warum ich nicht eine App oder eine elektronische Plattform mache. Mhm. Ist das eigentlich die Antwort, dass ich gerne physische Produkte mag? Die Wirkung ist eine andere und es ist tatsächlich eben verschenkbar. Und das ist mit digitalen Produkten nicht so einfach und auch nicht so schön. Ja, also ich kann dem gut zustimmen, weil ich komme ursprünglich aus der Pädagogik und da heißt es von Kleinkinder auch immer von der Hand in den Kopf, ne? So, also die müssen das ausprobieren und tun und eben 100-mal den Turm umschmeißen, damit es dann im Kopf klar ist, im Gehirn, der fällt um, wenn ich den umschmeiße, ne? So, ja, genau. Genau. Das finde ich spannend. So, gerade so die gewisse Haptik dann eben auch zu haben und das eintragen zu können. Und das ist ja wie heute Postkarte oder Brief schreiben oder sowas. Wenn man sich wirklich mal hinsetzt, finde ich, oder auch ein Brainstorming macht und das wirklich mit Stift und Papier, ist das ganz anders. Ich mag auch gerne so auf einen Flipchart malen und das so zusammenfassen oder ein bisschen rumspinnen. Ne? Das ist einfach anders wie digital, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und auf jeden Fall auch
dass es da eine Kundschaft gibt sozusagen dafür. Das glaube ich auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Ich meine, das beste Beispiel auch in einer sehr, sehr super, super digitalen Zielgruppe, den Startup-Gründern, ist ja das Business Model Canvas, was ja super ist. Und da wird eben runtergeschrieben zur Zielgruppe und so weiter und zu den Vertriebskanälen. Und das ist eigentlich so das beste Beispiel, dass man eigentlich dann doch das auch theoretisch digital alles machen könnte. Mhm. Aber dann wird sowas definitiv und sehr bewusst eben live und handschriftlich und an Flipcharts oder auf großen Bögen gemacht. Mhm. Ja. Möchte jetzt mal so ein bisschen den Bogen schlagen zu dem Thema, was bei uns ja im Podcast eigentlich so als Hauptthema ist. Wie gehst du mit dem Thema Freelancer und remote Arbeit um in deinem Bereich? Setzt du Freelancer ein als Unternehmer oder hast du früher selbst auch als Freelancer gearbeitet? Und gibt es in deinem Bereich Zeiten, wo du auch remote arbeitest? Also remote heißt ja nicht nur online und unterwegs, sondern eben nicht an einem festen Platz, sondern von zu Hause aus zum Beispiel. Also so dieses klassische Elternzeitmodell ist ja auch Remote-Work, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Ja, also ich selber arbeite nicht als Freelancer. Also mein Geschäftsmodell ist nicht, dass ich mich und meine Zeit verkaufe, sondern dass ich meine Zeit gegen Anteile sozusagen tausche und dann mit der Wertentwicklung dieses Unternehmens, mit dem ich sozusagen liiert oder in dem ich engagiert bin, dass ich dann sozusagen da meinen Return mir erhoffe. Mhm. Aber in den unterschiedlichen Phasen, also in der Regel steige ich da relativ früh ein, nach so einem ersten Prototypen oder auch nach ersten Kunden, die sozusagen erfolgreich gewonnen wurden und dann auch happy sind. Das ist sozusagen die Basis. Und dort gibt es natürlich Phasen, wo man nicht genug Ressourcen hat, wo man Freelancer braucht und manchmal auch ganz spezifische Ressourcen braucht, die nicht im Team da sind und die man auch so als Festangestellte kriegt und auch nicht immer, gerade wenn man ganz jung ist, Vollzeit braucht. Und da habe ich natürlich relativ viel Erfahrung in den unterschiedlichen Teams, dass man immer phasenweise auf Freelancer zurückgreift. Mit natürlich dem Effekt, dass die leider in der Regel teurer sind als Festangestellte, aber man sie natürlich auch nicht, wenn sie gut sind, dann eben auch so viel braucht. Und wenn sie besonders erfahren, sparen sie einem auch in der Regel viel, viel Zeit und Geld und verkehrte Entscheidungen, strategische Entscheidungen, die man dann auch sozusagen über sehr erfahrene Leute dann auch wieder wettmachen kann. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, um sowohl Dinge, die nicht da sind oder Ressourcen und Kompetenzen zu kompensieren oder eben bestimmte Dinge auch zu beschleunigen, die man dann eben in Wachstumsphasen dann auch nicht so schnell am Markt verfügbar bekommt, wie man es gerne hätte. Ja. Und hast du da irgendwelche Punkte, wo du sagst, das ist mir wichtig bei der Auswahl der Freelancer? Wie gehst du da vor? Hast du da vielleicht Tipps für andere Unternehmer? Ja, das große Problem ist tatsächlich, dass ich, dass man eigentlich immer zu wenig Leute findet. Und es gibt natürlich jetzt einige Plattformen wie Freelancer.com oder Fiverr, wenn man jetzt im ganz unteren Segment guckt, die für Freizeitarbeiten total gut sind, ne, und dann sehr günstig sind, freistellen von irgendwelchen Sachen oder mal ein bisschen SEO-Text oder sowas schreiben. Da muss man auch schon ziemlich viel ausprobieren. Das ist leider gehört dazu. Das ist nicht immer nur geschenkt. Und deswegen ist auch nicht immer der Preis alleine entscheidend, auch wenn einen das dann immer gerade bei deutschen Freelancern am Anfang eher abschreckt. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man immer mal ausprobieren muss und auch direkt vergleichen muss, auch vor allem mit einer ehrlichen Analyse, auch mit den internen Aufwänden. Denn selbst wenn jemand extern günstig ist, aber man irre viel Aufwand intern hatte, dann ist das auch immer nur eine Milchmedienrechnung. Im Vergleich zu jemandem, der etwas teurer ist, aber einem sehr, sehr viel Schleifen erspart oder Abstimmungen oder andere Dinge erspart oder große, teure Fehler erspart, weil die das können. Insofern ist das auf jeden Fall gefühlt immer ein Engpass. Und ich habe im Moment eigentlich hauptsächlich sozusagen Zugang zu Freelancern über Netzwerk von Leuten, die eben schon mit denen zusammengearbeitet haben. Das ist für mich sozusagen das Kriterium.
Alles andere ist für mich sehr, sehr mühsam. Ich habe sehr viele verschiedene Dinge ausprobiert, aber habe da noch nicht so die skalierbare Lösung gefunden, wie in der Startup-Welt so war. Also ganz klar Präferenz zum, ja, diese klassische Mund-zu-Mund-Propaganda und Weiterempfehlung. Ja, also fast nur, das ist das, was am Ende am meisten sich bewährt hat. Und deswegen ist das leider auch nicht so skalierbar, wenn man eben mehrere Beteiligungen hat und mehrere Leute sofort braucht oder gleichzeitig braucht. Dann muss man eben mal gucken, wie man das eben irgendwie balancieren oder eben austarieren kann. Ja, wie man das dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht abfedern kann oder umbrechen kann. Und arbeiten die Freelancer für euch oder für dich dann remote oder hast du die immer vor Ort bei dir im Büro, in der Agentur oder? Also am liebsten haben wir die dann schon so dicht wie möglich in dem Team, dass sie auf jeden Fall schon mal, es ist was anderes, digital miteinander zu kommunizieren, da geht viel verloren. Die ganze Dynamik und auch die kurzen Wege, also obwohl eine E-Mail oder auch Slack und all die anderen Tools da wunderbar sind, geht trotzdem viel verloren im Vergleich mal sich kurz zusammensetzen oder mal über die Schulter schauen. Das ist definitiv eine Dynamik, die am Anfang aus meiner Sicht besonders wichtig ist. Und wenn die sich dann kennen und wissen, dass sie ungefähr eine gleiche Sprache sprechen und ein ähnliches Verständnis über verschiedene Dinge haben, dann ist auch total in Ordnung, dann auch mal Dinge einfach im Vertrauen woanders machen zu lassen, egal wo dieser Freelancer dann gerade ist. Wenn das der Trade-off ist zu, man hat diesen Freelancer dann auch, dann ist das völlig fein. Denn das ist leider, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist ein sehr, sehr knapper Markt und die gut sind, die sind alle ausgebucht. Da kann man nur froh sein, wenn man die überhaupt noch kriegt. Und muss man manchmal einfach auch ein bisschen gucken, dass man auch dort eine Flexibilität zeigt, damit die eben auch ihren Alltag gestalten können und optimieren können. Und wenn das dazu kommt, dann eben einen Teil remote machen, dann ist das fein. Lieber habe ich sie aber direkt dran, eng am Kern und eng am Team. Und wenn das nur in der Anfangsphase geht, dann ist das ein akzeptabler Kompromiss. Wir sprechen oft in Interviews eben gerade über diese Problematik, dass die Freelancer, wenn wir die da haben, eher sagen, das ist so ein typisch deutsches Problem oder auch vielleicht auch noch europäisches Problem, dass die deutschen Unternehmen eben das lieber haben vor Ort. Ja. Du hast ja so ein paar Gründe schon gesagt, aber ist es wirklich so und warum ist das so deutsch? Also ich glaube, deutsch ist es deswegen, weil wir Deutschen immer ein Riesenthema mit Sicherheit und Kontrolle haben. Und das Vertrauen letztendlich, das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass Menschen etwas machen und man eher auch und nicht sehen kann, ob die eben bis 18 oder 19 oder 20 Uhr bleiben und dann irgendwie zu Hause rumwursteln, in Anführungsstrichen. Das setzt ein Vertrauen in Menschen voraus, was nicht überall gegeben ist. Das ist sicherlich so eine Grundeigenschaft. Das ist aber auch nur sozusagen für mich ein Alibi für ganz viele, die das sozusagen, die das gerne anführen, weil sie das auch nicht anders kennen und weil sie das auch selber so vorgelebt bekommen. Ich persönlich glaube ganz stark daran, dass trotz aller digitalen Medien immer noch sehr viel verloren geht. Und ich habe unglaublich viele Abstimmungsschleifen, kriege ich mit, die auch intern in einem Team schon passieren, auch wenn die aufeinander hocken. Und da finde ich, ist die Technologie aus meiner Sicht immer noch nur ein schlechter Kompromiss. Manchmal reicht es. Also für die Hälfte aller Fleißarbeiten, wo alles wirklich klar ist, reicht es. Aber wie wir schon wissen, Kommunikation ist einfach nicht trivial und sehr präzise zu sein und auch dann über die gleichen Dinge zu sprechen und dann auch das Gleiche zu meinen und dann auch das Gleiche umzusetzen, ist
da geht sehr, sehr viel, wie man so schön sagt, da ist ganz viel Lost in Translation. Und das, glaube ich, ist, wenn man sich in die Augen schaut, miteinander davor sitzt, miteinander diskutiert. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Viele sind totale Slack-Fans. Mhm. Ich bin so spalten zu Slack, weil ich dort sehr, sehr viel Buzz erlebe, der mich gar nicht interessiert, der mich aber trotzdem irgendwie abhält. Okay. Und auf der anderen Seite, man, zumindest erlebe ich das so, es ist einfacher, kurz jemanden über den Flur zu rufen und sich mal zusammenzusetzen, als ihm eine Slack-Nachricht zu schicken und dann zu chatten, was man auch immer wollte. Mhm. Ich weiß, dass einige Personen von ihrer Persönlichkeitsstruktur so gestrickt sind, dass sie es sogar lieber haben, eben nicht sprechen zu müssen mit jemandem. Mhm, aber ich glaube, dass trotzdem man nie so genau das schreiben kann, wie man es gerne hätte. Und dass da eben viel sozusagen aneinander vorbeigeredet wird. Und dass Technologie in dem Fall noch dazu beitragen kann, zeitverzögert oder Missverständnisse zu erzeugen. Mhm. Und das ist teuer. Das ist auch nervig. Mhm. Und deswegen bin ich großer Fan davon, möglichst viel zumindest, und das kann ich auch differenzieren, ich würde nicht sagen, dass das immer sein muss und jeden Tag und permanent, sondern dass man zumindest eine Ebene findet, und die kann man aus meiner Sicht nur finden, wenn man schon ziemlich viel mal miteinander viele Dialoge geführt hat, Diskussionen, hitzige Diskussionen geführt hat und auch an vielen Dingen, die nicht gut geklappt haben, dann auch sehen kann, warum man es komplett anders verstanden hat, als man dachte, dass der andere es meint. Mhm. Was würde es denn aus deiner Sicht brauchen technologisch, um das noch kompensieren zu können, um das verbessern zu können? Oder denkst du, das ist eigentlich gar nicht machbar? Also wie gesagt, ich will ja gar nicht hier sozusagen so tun, als ob die Technik doof wäre und alles nur verhindern würde. Mhm. Ich bin ganz großer Fan von Technik und ich glaube auch, dass ganz viel Technologie das ersetzen kann. Aber es gab mal so einen schönen Satz, ich weiß nicht, von wem der kommt, der sagte, you can't email a handshake. Mhm. Und das glaube ich 100%. Und ich glaube auch, Skype Calls oder alle anderen Dinge, wo du auch jemanden siehst, ist immer noch ein ganz anderer Dynamik. Es ist immer noch technologisch immer noch ein Verzug da drin. Wenn mehrere Leute miteinander reden, kannst du in einem Conference Call einfach nicht die gesamte Stimmung wahrnehmen. Mhm. Du nimmst auch nicht jedes Gesicht wahr, auch wenn du sie eingeblendet bekommst, ob jemand gerade ein Problem damit hat, auch wenn er gerade nichts sagt. Ne? Mhm. Mhm. All diese aus dem Subkontext und die zwischen den Zeilen Geschichten, die gehen, glaube ich, in der Technologie viel verloren. Mhm. Ich will nicht sagen, dass alle verloren gehen. Mhm. Natürlich siehst du, wenn du mit jemandem live redest und dem ins Gesicht guckst, wenn er gerade das nicht gut findet. Aber um den One-on-One-Dialog, da glaube ich, da ist nicht so viel, wo was verloren gehen kann. Aber in so einer Gruppe und Dynamik und gerade wenn es um sehr viele Dinge geht, die man nicht schwarz-weiß nur sehen kann und beantworten kann, da glaube ich, wird die Technologie ganz lange noch nicht das menschliche, zwischenmenschliche Gespräch ersetzen. Mhm. Ja, also nonverbale Körpersprache und genau. So weiter, ne, das ist schwer erfassbar durch, auch bei einer Videokonferenz, sehe ich auch so. Mhm. Ja, und das macht viel aus, um überhaupt den anderen Menschen zu verstehen oder um sich gegenseitig sozusagen zu verstehen. Ja. Wie ist das, wenn ihr dann so Anteile der remoten Arbeit habt? Nutzt ihr da bestimmte, du hast schon Slack zum Beispiel angesprochen, bestimmte Tools, wo du sagst, das ist so richtig gut, das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, da mal sich das anzugucken? Ja, also es gibt für unterschiedliche Use Cases unterschiedliche Dinge. Ich bin ja zum Beispiel überhaupt gar kein Entwickler und deswegen kenne ich mich mit den Tools dort gar nicht aus und da lasse ich auch mal mehr davon, aber Slack wird viel eingesetzt, finde ich, ist ein cooles Tool, aber ich brauche es in meiner Arbeit eigentlich weniger, also es gibt mir nicht besonders viel Mehrwert. Mhm. Wo ich ein großer Fan bin, ist Trello, also Kanban. Mhm. Das finde ich eine super, super Möglichkeit, sich zu organisieren und miteinander zu kommunizieren und zentral verschiedene Dokumente zu managen und Timelines und so weiter, Aufgaben zu verteilen, den Status zu sehen,
eine super Basis, um eben wöchentliche Calls, Reviews zu machen oder auch Abstimmungen aller Art. Mhm. Dann gibt es eben immer wieder unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf CRM oder andere Tools, die dann eben das eigentliche jeweilige Geschäft ausmachen, mhm. wo es in den Fällen unterschiedliche Tools eingesetzt werden. Aber so fürs eigentlich Kollaborative ist Trello sozusagen mein Lieblingstool für alles. Mhm. Alles andere, was wie Asana und Konsorten, das finde ich, kann man alles machen, aber gibt mir jetzt nicht einen großartigen Mehrwert. Mhm. Ja, das sind so die eigentlich versuche ich das möglichst wenig zu machen. Mhm. Ja, cool. Ja, ich finde es immer gut, wenn wir darüber sprechen, weil jeder hat so seinen Ansatz und jeder kann da nochmal beitragen. Und für die Hörer ist das immer ganz schön, weil da stehen viele sicherlich auch noch am Anfang und können dann mal hören, womit die Leute die schon jahrelang sich damit beschäftigen, sich entschieden haben. Letztendlich glaube ich, und das haben mir auch schon viele Interviewgäste so gesagt, ist es wichtig, dass man eben sein Tool findet, was für einem selbst eben gut passt und für seinen Geschäftszweig sozusagen, ja. Genau, und was auch zum Team passt. Das mhm. ist eigentlich das viel Schwierige. Und was alle immer unterschätzen bei allen Tools ist, wie anstrengend es ist, alle immer wieder auf das Tool wieder einzutrimmen. Mhm. Nach der anfänglichen Begeisterung, nachdem das dann die meisten auch verstanden haben, was auch schon mal eine Leistung ist, dass alle mhm. wirklich das Tool, schleicht sich meistens eine Trägheit wieder ein und dann macht man wieder was über WhatsApp und dann per Mail und dann dies und jenes und dann findet irgendjemand noch ein anderes cooles Tool als kleine Insellösung, die nur ein Teilproblem löst, was aber nicht kompatibel ist. Und in dem Moment, wo man dann ein Toolwirrwarr hat von irgendwie zu vielen verschiedenen Dingen, die für unterschiedliche Dinge eingesetzt werden, mhm. Ist die Gefahr sehr hoch, dass man gar keins davon richtig nutzt. Mhm. Mhm. Ja, wie handhabt ihr das im Team dann? Geht ihr so vor, dass dann sich einer quasi auch um dieses Tool kümmert und die anderen immer wieder dran erinnert? Oder wie handhabt ihr das? Ja, genau. Anders funktioniert es leider nicht. Mhm. Man kann nicht davon ausgehen, dass die sich selber als Team drum kümmern. Das ist aus meiner Erfahrung am Anfang zwar noch möglich, aber man braucht definitiv einen Paten oder einen Owner, Tool-Owner, der sozusagen dann auch pflegt und auch Backlog mal ein bisschen aufräumt und guckt, ob da irgendwie auch das nachvollziehbar ist und nicht irgendwie so ein Eigengebrödel da reinkommt, was dann irgendwie andere, die dann vielleicht neu dazu kommen, gar nicht mehr verstehen. Mhm. All diese Dinge sind aufwendig, aber der Nutzen überwiegt in der Regel. Ja. Ja, wir sind eben auch gerade dabei bei Churland, das ist ja wirklich Full Remote Team und da ist es noch schwieriger und aber auch wichtiger, finde ich, so ein Tool zu haben, um das eben steuern zu können. Und da haben wir eben auch ein Teammitglied, die sich eben darum kümmert, wie das eingesetzt wird und uns immer wieder als Teammitglieder reinholt und sagt, hier, denkt ihr nochmal dran, da und da und ne, so, da sind wir gerade dran. Und das finde ich auch total spannend, deshalb frage ich jetzt auch so interessiert nach, weil das bei uns eben auch gerade so Thema ist. Mhm. Ja. Mhm. Es ist leider so, also Menschen sind in der Regel leider träge. Mhm. Man muss eben, wenn man weiß und sich darauf einlässt und das auch akzeptiert, dann muss man eben Maßnahmen sich ausdenken und gucken, wie das Team damit sozusagen auch wirklich effizient arbeiten kann. Mhm, mhm. Tim, denkst du denn, dass die Punkte, die wir vorher angesprochen haben, wo du einen Teil der remoten Arbeit so eingeschränkt hast und darauf hingewiesen hast, wo die Schwierigkeiten sind, dass das der Punkt ist, warum remote Arbeit oder warum der Anteil der remoten Arbeit in Unternehmen noch sehr gering ist? Ja, also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ich glaube, das grundsätzliche Mindset in Deutschland, wie du es vorhin auch auf Deutschland noch bezogen hast, ist, dass man Menschen erstmal vertrauen muss, dass sie in der Arbeit, in der Zeit, wo man sie nicht sieht, dann auch ihre Arbeit machen. Und wenn man das sozusagen als Grundmindset irgendwie flächendeckend ein bisschen verbreitet bekommen würde, dann würde sicherlich auch die Affinität zu Remote-Arbeit und noch mehr auch Vertrauen und Freiheit geben können und Flexibilität auch erlauben, würde wahrscheinlich deutlich zunehmen. Solange das aber nicht der Fall ist, gibt es eigentlich wenig Gründe, warum das irgendjemand machen soll im klassischen Muster oder im klassischen Denkmuster.
ist das noch so verhaftet, dass man eben nach Zeit bezahlt wird. Und Zeit bedeutet, wenn man das kontrollieren will, eben auch zu sehen, wann jemand wie lange wo ist, obwohl das natürlich totaler Quatsch ist, weil jeder sich hinter seinem Rechner verstecken kann. Ja, ja, ja. Aber das ist irgendwie noch drin und das ist sicherlich eine große Hürde, um dann erstmal auch diese Offenheit zu haben, zu sagen, okay, welche Berufsgruppen beziehungsweise welche Aufgabentätigkeiten sind denn auch überhaupt remote gut handelbar und welche vom Typ her eher nicht. Und dann glaube ich, wenn man das irgendwie beides angeht, das Thema Grundvertrauen und dann eben dann auch analysieren, welche Tätigkeiten dann auch ortsunabhängig gut zu bewältigen sind, dann müsste das eigentlich auch zunehmen können. Da schließt sich gleich meine nächste Frage an, die ich allen Gästen stelle. Wo siehst du diese remote Arbeit in 5 Jahren? In welchem Land? Im Allgemeinen sicherlich, aber auch für dich selbst oder für dein Unternehmen. Wie wird sich das entwickeln? Was denkst du? Also ich glaube, dass wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, dass in 5 Jahren in Deutschland vom Mindset sich nicht so drastisch viel verändern wird. Also das ist nicht lange, leider. Deswegen glaube ich, wird man vielleicht ein bisschen mehr spüren, aber also ein wichtiges Indiz sind ja die ganzen berühmten Coworking Spaces, ja, wo man dann sagen, sich verstecken kann und wo viele Freelancer sind. Und die dann einfach bestimmte Aufträge frei machen und dann auch in der Regel dann remote. Das weiß ich nicht, kann ich nicht so gut einschätzen, ob das wirklich noch stärker sozusagen als Trend zunimmt. Es gibt auf jeden Fall Zeichen, dass es dort schon Ermüdungserscheinungen gibt. Also WeWork und Konsorten kriegen nicht immer alle ihre Flächen voll. Das kann aber auch sein, dass die einfach zu groß geplant haben. Deswegen ist das schwer, sozusagen den Finger drauf zu legen. Deswegen würde ich sagen, in der Tendenz, ja, ein bisschen mehr, aber nicht so signifikant, dass man denkt, das ist eine komplette neue Arbeitswelt. Auf jeden Fall in 5 Jahren aus meiner Sicht. Und wenn ich sozusagen umgekehrt die Möglichkeit hätte, unter noch mehr Freelancern auszuwählen, also die Verfügbarkeit und die Nachfrage besser bedient werden kann, dann würde ich sehr gerne mehr Freelancer einsetzen. Denn gerade so in Anfangsphasen und in Wachstumsschüben und in Phasen unsicherer Planung und das, was für jedes Startup mehr oder weniger permanent der Fall ist, sind Freelancer einfach super, weil es einfach keine lange Bindung ist, weil du einfach nur sozusagen das Filetstück einkaufst und nicht den ganzen Sumpf drumherum. Und deswegen glaube ich, ist das dann auch wieder eher eine Frage von, wie viele Menschen gehen diesen Weg und wollen sich als Freelancer anbieten und wie viele von denen können dann auch was? Das ist dann leider auch noch eine Frage. Ja, und wenn dann sozusagen die Nachfrage mehr auch bedient werden kann von mehr Leuten wie mir und anderen, die danach fragen, dann müsste dort auch was zu spüren sein, dass da auf jeden Fall mehr Aktivität zu sehen ist. Ja, spannend. Ich bin auch wirklich gespannt, wo das hinläuft und ich glaube auch, dass es eine Zunahme geben wird. Fand aber auch den Hinweis nochmal von dir spannend, so mit der Auslastung der Coworking Spaces und so. Wie du schon sagst, kann ja zweierlei oder mehrere Gründe geben dafür. Aber da auch nochmal hinzugucken, das finde ich auch interessant. Tim, wir sind schon ziemlich am Ende des Interviews. Ja. Magst du unseren Hörern nochmal erzählen, wo du zu finden bist, wo man dich im Netz sozusagen findet? Wir packen das bei LinkedIn, auch alles in die Shownotes rein, ne? Genau, LinkedIn und Xing und mit dem Change-Journal, das ist der einzige Instagram-Kanal, mit dem ich aktiv bin. Das sind eigentlich so die wichtigen Anlaufstellen. Gut, das packen wir dann alles mit rein. Sehr schön. Ja, Tim, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich fand das sehr interessant, den Fokus heute mal so ein bisschen mehr aus Unternehmersicht zu haben hier im Interview, weil das ist ja auch unser Anliegen mit dem Podcast, natürlich Freelancer und Remote-Worker irgendwie zu begleiten und ihnen Tipps und Handreichungen sozusagen mit rauszugeben, aber auch Unternehmern zu erzählen, was für Chancen, aber vielleicht auch was für Herausforderungen da sind mit dieser Arbeit. Ja.
Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, vielleicht bis zu einem anderen Mal wieder hier bei uns. Ja, alles klar. Ja. Viel Erfolg euch weiterhin. Ja, vielen, vielen Dank. Und euch Hörern, vielen Dank, dass ihr hier wart beim Churlin Podcast, dem Podcast für Freelancing und Remote Arbeit in der Praxis. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr zu iTunes springt und uns eine Bewertung hinterlasst und ein Abo da gebt. Dann können wir die Arbeit für euch draußen weitermachen. Vielen, vielen Dank und bis dahin sage ich Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über dein Abo bei iTunes.